Ciao a tutti! Heute gibt's was, ihr wisst es, wie gerne ich mit Pasta koche. Also mal wieder was mit Pasta und zwar kleine Maccheroni, diese ganz kleinen dünnen Feindinger hier mit Brokkoli. Und wie genau ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Es wird richtig gut! Wir brauchen natürlich unseren Brokkoli. Wir brauchen getrocknete Tomaten. Knoblauch, Zitronen haben wir zur Deko im Set, sieht ja immer ganz cool aus. Olivenöl, Salz, Pfeffer und das ist schon alles. Und ihr fragt euch jetzt, das wird am Ende wirklich gut schmecken? Ich garantiere es euch. Ich fange jetzt mit dem Brokkoli an, habe ihn vorher gewaschen, schneide mir jetzt hier die ganzen Röschen hier ab. Denn das Ganze müssen wir gleich im kochenden Wasser so ein bisschen vorkochen. Am Ende habt ihr natürlich auch noch so fette Strunkstücke, die übrig bleiben, also diese Dinger. Das ist nicht alles Müll, denn auch das könnt ihr verarbeiten. Und dann könnt ihr den Strunk nämlich auch noch mitnutzen. Wie gesagt, wir bereiten schon mal ein bisschen vor. Dafür habe ich hier die getrockneten Tomaten und den Knoblauch und jetzt wird geschnippelt. Ich gehe mal davon aus, dass das hier das erste Video sein wird, das veröffentlicht wird, mit einem auch für mich neuen Partner hinter der Kamera, den ich auf den Namen Luigi taufe. Verdammt, aber ist in Ordnung. Also du weißt jetzt, sobald irgendwer einen Luigi anspricht, ich wurde sofort. Bist du das. Jetzt gehe ich an die getrockneten Tomaten. Mich würde auch natürlich wieder interessieren, die Leute da draußen, mögt ihr eigentlich getrocknete Tomaten einfach so oder benutzt ihr sie beim Kochen? Auch das könnt ihr natürlich wieder gerne in die Kommentare schreiben. Unser Brokkoli hat jetzt die richtige Konsistenz, das heißt, wir können die Pfanne vorbereiten. Dazu gibt es erst wieder ein bisschen Olivenöl. So, können wir jetzt erstes schon mal ein bisschen Knobi anschwitzen. So. So. So, Brokkoli haben wir hier draußen. Jetzt haben wir aber auch schon so ein bisschen das mit Brokkoli durchtränkte Wasser. Da kommt jetzt Salz ran. Also jetzt kommt der Moment, wo wir salzen. Wunderbar. Und können direkt die Pasta hinterher kippen. Also das sind wirklich diese kleinen Macaroni. Falls ihr euch jetzt übrigens fragt, warum würzt der Junge noch nicht, macht euch keine Sorgen. Wir brauchen halt am Ende noch was von dem gesalzenen Nudelwasser. Das kommt noch mit dazu. Und dann schmecken wir halt am Ende ab, wenn die Pasta drin ist. Also auch noch mit so ein bisschen Pfeffer. Aber wie gesagt, versalzen ist das Essen sauschnell. Da könnt ihr dann halt relativ wenig machen. Also spart euch das wirklich lieber so ein bisschen auf. Macht es am Ende, denn zu wenig könnt ihr immer nachjustieren. Zu viel ist ein bisschen schwierig. Ich nehme auch jetzt noch so ein bisschen hier was von dem Nudelwasser, noch ohne Nudeln natürlich. Guck mal, das hat auch schon so eine geile grünliche Farbe durch den Brokkoli bekommen. Auch das kommt hier noch dazu. Zack. Zack. Die Pasta, die dürfte jetzt auch soweit sein, also da können wir jetzt noch mal einmal so durchrühren. Und die kommt jetzt auch einfach zu der Masse hier dazu. Jetzt pfeffern wir aber erstmal noch ein bisschen, da haben wir nämlich noch gar nichts von dran. Wir haben das gesalzene Nudelwasser genommen, könnte also schon reichen und dann ist es fertig. Und weißt du auch, warum das so ein besonderes Gericht für mich ist? Weil ich habe nämlich, ich wurde ja früher immer bekocht von meinen Großeltern, wenn ich aus der Schule kam und es gab immer Pasta. Und immer wenn mein Opa Pasta gemacht hat, das war wirklich halt fast immer so, hat er genau diese Pasta mit Brokkoli gemacht, weil er selber halt so ein Brokkoli-Freak war. Und das erinnert mich dann immer so ein bisschen daran, nach der Schule, Grundschule, bis zur 10. Klasse noch, da kurz mit ihm am Tisch sitzen, ein bisschen shakern und dann geiles Essen essen. Gerade fertig, ihr seht, wie der ganze Dampf mir noch hier entgegensteigt. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich hoffe außerdem, dass ihr uns einen Daumen nach oben dafür da lasst, fleißig kommentiert, die Glocke abonniert, kein Video verpasst und beim nächsten Mal auch dabei seid. Bis dahin, arrivederci.